So, willkommen zurück. Wie gesagt, heute Nacht habe ich es leider nicht geschafft, aufzustehen, den Job hochzuladen. Aber das mache ich jetzt hiermit. Gleichzeitig laden wir auch den Rette die Welt Job hoch und gucken, was da drin ist. So, und dann wollte ich mich noch bedanken für 105 Abonnenten. Noch 5 Abonnenten, dann kommt auch schon die 11. Zahl hinzu, die ich in diesem Video noch erwähnen werde. Also gut aufpassen. Für all die, die noch kein Abonnent sind, gerne jetzt abonnieren und halt dadurch das Gewinnspiel auch noch vorantreiben, und so könnt ihr halt gleichzeitig auch was gewinnen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Code knacken könnt, einfach unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video zu gemacht. So, dann gehen wir mal hier rein in die Olga. So, was gibt es? Fangen wir vorne an. Der Liebesranger. Den habe ich sogar als Trading Card, weil der ist nämlich auch da legendär zum Glück. So, dann haben wir die Tattoo-Hacke. Die hat irgendwie was. Der Skin an sich finde ich nicht so toll, aber die Hacke, die hat irgendwie was. Also die finde ich echt nice. So, dann haben wir die Orakel-Hacke. Da ist der Spezialeffekt eigentlich recht nice, weil die Kugel so am Leuchten ist. Aber wäre mir trotzdem keine umgerechnet quasi 12 Euro wert. So, dann haben wir den Mondaufgang. Boah, die Hacke hat auch was. Die ist nice. Mit den Schatten und alles. Ah, der Ton ist auch okay. So, dann sind wir auch schon. Ist das hier richtig? Yep, beim Sanctum. Der auch mal wieder zurück im Shop ist. Also, den finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der Umhang hat auch irgendwie was. Bisschen halt vom Batman. So, dann haben wir noch die Synapse. Ist halt wieder wie die neuen Skins. Die neuen Skins sind ja alle ein bisschen relativ bunt gehalten. So, der Rucksack natürlich passend, aber in meinen Augen halt nichts Besonderes. Passt zu dem Skin, aber mehr auch nicht. So, dann haben wir ein Emote. Nice. Also schlecht finde ich nicht. Dann haben wir neue Musik fürs Menü. Ja. Haut mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker. Dann lasse ich lieber die Season 10 Musik noch laufen. So, dann haben wir die Fingerabdruck Tarnung. Aber in einer anderen Farbe wäre sie vielleicht besser. Das sieht irgendwie so verkapptes Zebramuster aus. Aber nicht wie ein Fingerabdruck. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man es, aber würde ich jetzt trotzdem nicht unbedingt als Fingerabdruck. So, dann nach, was habe ich gesehen, 409 Tagen Flatterhaft wieder da. Der Tanz an sich ist gut. Aber die Musik geht gar nicht. So, und dann haben wir noch die Überfliegerin wieder mit drin. Also Skins hauen mich halt nie wirklich um. Ganz ehrlich nicht. So, dann gehen wir direkt rüber zu Rette die Welt, weil da ist nämlich auch der neue Shop da. Weil ihr wisst ja, ich mache ja beides. So, dann hoffe ich, dass bei mir der Ladebildschirm relativ schnell. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm, gleich Like-Zeit, Kommentierzeit und wenn du noch kein Abonnent bist, dann jetzt. So, hier stehen wir jetzt am Anfang von Brutal, aber darum geht es jetzt hier nicht. So. Ich könnte wirklich dir gehören. Den, 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 den. Was haben wir denn hier jetzt Neues drin? Kupfer, heftiger Mix. Okay. Ja, die Skizze Heilpad. Dann haben wir Verteidiger Schrotflintenschütze. Kupferzapatron. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Oh, dann Überlebender. Wird direkt gekauft. Weil Überlebende sind halt das Wichtigste, was euer Level angeht. Von daher. Dann gibt es die Kupfer-Lasersense. Sturmsplitter, bla bla bla, wie immer. Dann der Shocktrooper Renegade. Und die Meuschelmörderin Sarah. Und halt das Übliche. So, damit habe ich dann einfach mal beide Shops abgedeckt. Auch rettet die Welt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Schreibt mal rein, was ihr euch davon überhaupt gekauft habt. Oder ob ihr generell kein Geld mehr ausgibt, in Anführungszeichen, für Fortnite. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein,
bis zum nächsten Mal.